So, Test, Test, Test. Ist die Aufnahme flüssiger? Ja, doch schon etwas. Ich habe mal das, ich habe mal V-Sync ausgemacht. Und, mal gucken, was es so bewirkt hat. Dam, 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 stirb. Dam, 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 dam. Mein Rechner ist top, deswegen verstehe ich nicht, warum der bei Fraps irgendwie in die Knie geht. Macht nicht viel Sinn. Aber ohne V-Sync scheint das ja, recht gut zu funktionieren. Ja, ja, ist klar. Hey, Ezio! Hallo! Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Was hab ich denn für einen hässlichen Bruder? Aber gut, solange sein Herz rein ist. Warum muss ich auf Zeit die Federn sammeln? Wo ist die andere Feder? Wo ist die andere Feder? Stratz, Kollegen. Komm, Stratz. Ezio, komm, 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 zieh. Da Firenze, zieh. Nein, 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 Butter, Butter, Butter. Nicht, das wollte ich nicht. So, dann müssen wir nur noch zurück. Müssen gemäß ihrer Ladung eine einmalige Aua. Abgabe entrichten. Doch. Ah, hier war das Fenster mit, hier, wie heißt die Olle? Eine von vielen, oder wie auch immer sie hieß. Ist ja auch nicht so wichtig, ne? Tut mir leid, Leute, ich muss das jetzt so regeln. Na komm. Kein Ding, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ich bin weg, ich bin hier weg, ich bin hier weg, ich bin hier weg. Lasst mich rein! Macht Platz da! Wollt ihr kämpfen? Kollege! Komm, wer will tanzen? Wer will tanzen? Komm! Backen, Alter. Okay. Ich wollte euch, eigentlich wollte ich nur euch plündern, aber okay. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. So, Moody. Moody fehlt noch. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Die Augen waren schön. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Milf Hunter. Ein Freund der Familie. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Das Fettbacke. Ach bitte. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Merda! Man hat mich beraubt! Ich weiß von nichts.
Leonardos. Leonardos Werkstatt? Da sind wir. Ist das. Das müsste zum Zeitpunkt 1500? So müsste das? Hallo, Leonardo. Das ist nicht Da Vinci, oder? Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Das ist Da Vinci. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter! Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Schön, finde ich gut. So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meine Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Wir den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Die Synchrostimme kenne ich, also... Oh, scheiße, mir fällt der Name nicht ein. Ganz bekannt. Egal. Die Synchrostimme synchronisiert in einigen Filmen Matt Damon. Mir fällt der Name gar nicht ein. Unter anderem halt auch in... ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Egal. Ist das auch nicht Danke so wichtig. Für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Irgendwie sind 100 Florin recht wenig. Aber gut. Tok, tok. Hallo. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Sonderzustellung. Zwei Briefe für Giovanni überbringen und einen dritten am Taubenschlag abholen, dann zu ihm zurückkehren. Okay, kein Problem. Ich stelle mir gerade nur ernsthaft die Frage, wann ist denn mal so richtig losgeht mit der Story? Also, ich will ja nicht zu nahe treten, ich mag das hier, aber wann geht das hier so Assassine-Attentäter-mäßig los? Naja, ich will nicht drängen. Auch ein Editorale und ein Intro gehören dazu. Dab, dab. Und ich bin wieder viel zu hoch. Wir können jetzt mal was ausprobieren. Da unten ist doch ein Tümpel. Nee, ich will es nicht riskieren. Nee. Da ist eine Truhe. Ich wittere Truhen. Ich wittere eine Truhe. Boah, plündern. Tut mir leid, Leute, aber ich plündere gerne. Und oft. Der Spruch von der Mutti war aber geil, ey. Der war richtig schön. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Dieses Spiel hat bis jetzt einen unglaublich geilen Humor. Und es ist gut, dass ich nicht gesprungen wäre. Ich habe das hier für Tümpel gehalten. Mir gefällt wirklich extrem dieser Humor bis jetzt. Also das ist genau mein Platt und direkt und sexistisch. Hallo. Jump!
Dam. Ich möchte hier nochmal weiterhin anmerken, ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich, oh Gott. Dass ich, die 1080p, die ich gerade aufnehme, nicht halten kann von der Qualität. Ich werde auf 720 zurückgehen müssen, sobald ich wieder zu Hause bin. Ich bin nämlich gerade nicht zu Hause und habe deswegen die Möglichkeit, höher qualifiziert aufzunehmen. Sagen wir es mal so. Ja? Ich glaube, das trifft es am einfachsten. Ich gucke mir erstmal wieder, ich mache mir erstmal wieder einen Überblick. Dam. Aber Florenz sieht einfach nur geil hier, aus. Hier drüben. Ja, ich bin ja schon da. Kein Problem. Der sieht cool aus. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurde die verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Bam, bam, bam. Es wird endlich mysteriös. Das hatte ich mir erwünscht. Dem Rat wurde berichtet, dass immer wieder junge Männer die Gebäude der Stadt zum Spaß stellen. Obwohl dies nicht per se verboten ist, Naja, ich klimme nicht nur zum Spaß. Bei mir ist das reine Kosten-Nutzen-Faktor. Zeitersparnis, you know? Und jetzt isst der Taube, beißt der Taube den Kopf ab. Nein, oh Mann. Och Mann! Was ist alternative Kamera? Wo ist der Knopf für alternative Kamera? Hier. Okay. Kein Problem. Komm. Du Hund! Das war knapp. Da soll ich besser nicht drunter springen. Das bekäme mir, glaube ich, nicht gut. Dam. Ich liebe Deutschland. Alter ihr. Oh Mann! Es ist einfach drin in mir. Alter ihr. Oh Gott. Halt dich fest! Halt dich fest! So. Hallo? Vater? Federico! Oh! Serezio, es tut mir so leid, so leid! Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Warum? Gefängniseinbruch. So, ich würde sagen, den Turm erstimmen wir noch und dann mache ich wieder einen Schnitt. Quanto tempo? Bekanntheitsgrad? Ich bin gesucht. Warum bin ich gesucht? Kann ich irgendwie wieder... Oh Gott. Ich kann nicht untertauchen. Scheiße. Ich muss hier weg. Wachen. Ich muss auf irgendein Dach. Ich muss hier ganz schnell weg. Kletterst du? So, kein Ding. Spring. Loggia dei Lanzi. Okay, wo geht's da hoch? Ich würde sagen, ich kletter erstmal hier. Und dann, da, ja, ich sehe es schon. Die Wache ist da ein bisschen im Weg. Bin schon weg.
Komm schnell, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Ich darf keiner sehen, Ezio. Okay, okay, wo muss ich hin? Da oben muss ich hin, okay. Wache, verpiss dich! Kannst du dich nicht verpissen? Dann eben nicht. Machen wir es anders. Geht wieder runter zum restlichen Pöbel. Haben mich nicht gesehen. Er hat mich nur kurz bemerkt, aber... Das Spiel ist ja zum Glück so getriggert, dass die nicht wirklich intelligent sind, die KI. Dass sie, wenn sie einen aus den Augen verlieren und bist trotzdem gesucht, dann ignorieren sie dich einfach. Was wenig Sinn macht, aber... Hey! Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annette? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin... Geh, Ezio. Geh jetzt. So. Und dann würde ich sagen, what the fuck ist Alternativkamera? Okay. Alternativkamera. Schön. Was ist Alternativkamera? Egal. Ich bin Lenio. Das war Assassin's Creed und es wird mysteriös. Deswegen bin ich jetzt raus. Ich muss pinkeln. Lenio, over and out!